Ja, ich wollte mich ja noch für ein zweites Ladevideo heute melden. Und das zeige ich auch wie versprochen. Das heißt, wenn ich an einer Ladesäule lade und ich möglichst dicht mit dem Fahrzeug auch rankomme, dann befindet sich das Ladekabel ja meistens schon als Spule gewickelt im Kofferraum oder auch im vorderen Kofferraum und somit im Prinzip sehr praktikabel, um mit einem kurzen Weg das Kabel einzustecken, einmal in die Ladesäule und auch in den Ladestutzen. Des Weiteren, wie gesagt, liegt wieder kein gefährliches Kabel auf dem Boden oder im Regen, im Dreck oder sonst wo. Und vor der Spule keine Angst haben. Wie gesagt, bei einer Wechselspannung von 11 kW, das wird noch nicht mal handwarm. Da passiert überhaupt nichts. Ich habe schon mehrere Male, ich will nicht sagen hunderte Male geladen, aber da wird nichts passieren. Also all denen, die da sagen, oh, Spule, Spule, Induktion und keine Ahnung, Transformator, mag ja alles sein, aber nicht bei 11 kW und nicht bei so einem abgeschirmten, dicken, fetten Kabel und nicht bei den, ich weiß nicht, ich kann ja mal zählen, ich glaube, es sind vielleicht 6 Windungen oder so und die sind doch relativ weit auseinander. Das ist alles, ich würde mal sagen, Bullshit. Kann man knicken, da passiert gar nichts. Okay, ich zeig's mal kurz. Also so sieht's aus. Ohne Regen und Wasser. Ganz handlich. Und ja, kurzer Weg. Einfach eingesteckt. Geht in Sekundenbruchteilen. Ich kann ja mal zählen, wie viel das sind. 1, 2, 3, 4, 5. Lass es 6 Spulen sein. Also 6 Wicklungen kann man vollkommen vergessen. Und von der Temperatur her, ich lade jetzt schon 2, 3 Stunden. Also hier ist eher kalt. Kühlschrank. Ja, also dahingehend eine saubere Angelegenheit, keine Sturzgefahr, alles gut, der Jörg aus Darmstadt. Tschüss.